Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Schlimmste, das wirklich Allerschlimmste, was einem großen kreativen Geist überhaupt passieren kann, ist es, zum Klassiker zu werden. Man macht ihn, mit Adorno gesprochen, identisch mit sich selbst. Zu einem Museumswärter seines eigenen Denkens, man domestiziert ihn zum Dogmenlehrer seiner eigenen Positionen, stellt die gesammelten Werke dann in einem schönen Leineneinband hoch oben in das Bücherboard, um ihn dann zu Jubiläumszwecken habituell wieder neu zu entdecken, entweder positiv, wie man es schon immer gewusst hat, oder doch eher kritisch, je nach der eigenen Haltung. Ich freue mich sehr, dass die Stadt Frankfurt und namentlich das Kulturamt unter der Leitung von, gehen Sie ruhig ran, von Frau Dr. Hartwig, genau dies mit Theodor W. Adorno nicht tut, sondern sie erweisen ihm die Ehre, gerade dadurch, dass sie 50 Jahre nach seinem Todestag in seinen Schriften nach einer Verstehenshilfe suchen für eine von den großen politischen Herausforderungen in unserer eigenen Zeit, nämlich der Frage, wie wir mit dem unseligen Phänomen des rechtsradikalen Denkens heute umgehen können, wie wir es verstehen können und auch, was wir dagegen tun können. Sie greifen damit ein Projekt des Surkamp Verlages auf, der im Juli diesen Jahres einen öffentlichen Vortrag Adornos von 1967 dankenswerterweise neu wieder aufgelegt hat. Falls Sie es noch nicht lesen konnten, dieses kleine Büchlein, schubsen Sie alle anderen Bücher von Ihrem Nachttischschränkchen runter. Dieses Bändchen hat es wirklich in sich. Es wirkt wie eine Flaschenpost aus einer anderen Zeit für aktuelle Fragen heute. Unmittelbar vor den anstehenden Wahlen in drei ostdeutschen Bundesländern mit den zu erwartenden Wahlerfolgen in der AfD und den ebenso zu erwartenden Hysteriereflexen in den Medien hätte man dieses Thema, glaube ich, nicht aktueller positionieren können. Für uns als Evangelische Akademie Frankfurt ist es eine große Freude, dass diese Veranstaltung heute Abend bei uns stattfindet. Liebe Frau Hartwig, wir haben Sie immer gerne bei uns als Gast, aber dieses Thema, das ist eine wirkliche Herzenssache von uns. Schön, dass Sie heute Abend hier sind. Genau, da darf man auch applaudieren. Im Namen der Stadt Frankfurt und von Frau Hartwig als Dezernentin möchte ich Sie deswegen alle, meine sehr geehrten Damen und Herren, ganz herzlich begrüßen hier im großen Saal der Evangelischen Akademie Frankfurt. Und ich grüße auch nochmal alle ganz herzlich draußen in den Weiten des weltweiten Web, die Sie sozusagen an dem Livestream heute Abend sozusagen dran teilnehmen können, zumindest einen teilweise mitdenken und mithören zu können. Bitte sehen Sie mir nach, wir hatten gerade die Diskussion schon hinten im Hinterzimmer gehabt, wen wir alles heute hier grüßen sollen. Es sind so viele Menschen da, das kann sowieso nur schief gehen. Ich grüße Sie von daher Sie alle ganz herzlich, ob Sie nun Prominenz aus Wissenschaft, Gesellschaft, Politik oder anderswoher kommen. Schön, dass Sie heute da sind. Wen ich aber namentlich begrüßen möchte, das sind die Personen, zumindest vorne einmal zu nennen, die vorne auf dem Podium sitzen. Und ich starte mit Professor Dr. Nicole Deitelhoff, der geschäftsführenden Vorstandsmitglied des Leibniz-Instituts, Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung und Professorin für internationale Beziehungen und Theorien globaler Ordnung an der Goethe-Universität Frankfurt. Ich begrüße ganz herzlich Professor Dr. Dr. Michel Friedmann, Publizist, Philosoph und geschäftsführender Direktor des Center for Applied European Studies hier in Frankfurt. Ich begrüße Professor Dr. Axel Honneth, Sozialphilosoph, Professor für Humanities an der Columbia University in New York und ehemaliger Direktor des Instituts für Sozialforschung hier in Frankfurt und heute extra aus der Schweiz zu uns angereist. Und ganz herzlich, das Gespräch wird moderiert von Dr. Thomas Spahn, Editor at Large im Surkamp Verlag. Schön, dass Sie heute alle hier sind und der Einladung von Frau Hartwig folgen konnten. Vielen Dank.
Wir müssen uns gleichsam einen weiteren leeren Stuhl dazu denken für Adorno, den wir eben nicht einfach nur als Klassiker hier ehren wollen, sondern wirklich in einen offenen Dialog hineinführen wollen in Fragen, die uns heute gemeinsam umtreiben. Von Theologinnen sagt man im Allgemeinen, dass man sie am besten versteht, wenn man ihre Predigten hört, weil man es einen anderen Zugang dazu hat, wenn sie einmal Rede und Antwort stehen müssen, wenn man in ihr flüssiges Denken dann reinkommt. Vielleicht gilt das Gleiche für einen Sozialphilosophen auch, dass man einen ganz anderen Zugang zu ihm erhält, wenn man ihn einmal angesichts seiner öffentlichen Interventionen wahrnimmt, wie er sich eingemischt hat in seiner eigenen Zeit. Man begegnet Adorno hier im lebendigen, flüssigen Prozess des Denkens, in Auseinandersetzung mit der Frage seiner Zeit, wie es eigentlich sein konnte, dass 20 Jahre nach der Shoah auf einmal rechtsradikale Parteien wieder in deutschen Parlamenten sitzen konnten. Man kann ihm beim Denken zuhören, warum Rechtspopulismus sich immer weiter radikalisiert und die Hoffnung darauf, dass es ja nur ein Populismus bleibt und kein Radikalismus wird, sich immer wieder enttäuscht. Warum er eine Faszination ausübt, obwohl er eigentlich keine inhaltlichen Antworten auf die Fragen unserer Zeit hat. Und wie er das Schrecken vor einem Unheil antizipiert, dass er sich paradoxerweise selber herbeisehnt. Weißt du, was Wotan will? Das Ende. Ein Zitat daraus. Vor allem aber kann man von Adorno lernen in diesem kleinen Büchlein, dass das alles keine Naturkatastrophen sind, denen wir einfach von außen zuschauen müssen, sondern dass es eine Frage des eigenen demokratischen Engagements ist, was wir dagegen tun können und wollen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich daher sehr, dass diese Veranstaltung heute Abend hier stattfindet. Und ich muss leider jetzt parallel zu einer Vorstandssitzung mich um Haushaltsfragen kümmern. Glauben Sie mir, ich würde lieben gerne heute diese anderthalb Stunden hier oben zubringen. Umso mehr freue ich mich, wenn wir uns im Anschluss hoffentlich bei dem Empfang, den es noch nachher geben wird und wo wir gerne mit Ihnen gemeinsam die Diskussion weiterführen werden, treffen können und ich dann wieder ganz viel von dem hören werde, was sozusagen an Adorno uns heute Gutes beitragen kann zu unserem Denken heute und was auch vor allem die Referentinnen und Referenten hier vorne dazu nochmal beitragen können. Insofern Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie sich kuschelig warm neben Ihren Nachbarn, Ihrer Nachbarin und ich freue mich auf den Austausch nachher. Vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Begrüßung, vielen Dank auch für die Gastfreundschaft. Mich hat die Frage oft beschäftigt und in einer evangelischen Akademie darf man sie noch einmal neu stellen, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Es gibt es. Es gibt es, wenn Sie etwas schreiben, zu Papier bringen oder etwas sprechen und es wird aufgezeichnet und es erscheint Jahre, Jahrzehnte später. Die verblüffende Reaktion oder die Reaktion auf diese Rede von Adorno zeigt, dass es so etwas wie ein Nachleben, so etwas wie etwas Unabgegoltenes gibt im Denken dieses Philosophen und Soziologen, in seinem Handeln, in seinem Reden zumal. Darum ist das eine wirkliche Entdeckung und diese Entdeckung ist hinlänglich gewürdigt worden. Heute, genau heute, vor 50 Jahren, wurde Theodor Wiesengrund Adorno auf dem Frankfurter Hauptfriedhof beigesetzt. Es gibt ein berühmtes Bild, wo man Gretel Adorno, seine Frau, am Grab sieht, Max Horkheimer, den gerade 40-jährigen Jürgen Habermas und die Trauergemeinde, die sich dort versammelt. Vor genau 50 Jahren begann der Bundestagswahlkampf 1969, bei dem die führenden politischen Parteien, zumal die der Großen Koalition, der SPD und der CDU, einen Wahlsieg der NPD fürchten mussten. Und ich kann mich noch erinnern, als Kind habe ich die Fernsehaufnahmen dieser Wahl im September verfolgt, wie der damalige Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger als erstes sagte, wie froh er sei, dass die NPD nicht in den Bundestag eingezogen sei. Ganz knapp, ich glaube es waren 6.000 Stimmen, die fehlten. Man möge sich vorstellen, was das
für die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland bedeutet hätte, wenn die NPD eingezogen wäre, ein singuläres Phänomen in Europa. Auch das muss man bedenken. Und was es für Konsequenzen gegeben hätte an eine sozialliberale Koalition, die dann im Oktober ihre Arbeit aufnahm unter Willy Brandt, wäre nicht zu denken gewesen. Aspekte des neuen Rechtsradikalismus, so hat Adorno seine Rede genannt, die er vor Wiener Studenten hielt, einen Vortragszyklus von 2 Abenden. Auch da muss man schon mal einhalten und sich klar machen, Adorno war ein Mann, der sich gefreut hat, wenn er vor dem Wiener Bürgertum 1960 über Gustav Mahler sprechen konnte. Aber er hat diese Einladung ganz selbstverständlich angenommen. Es ist ein nahbarer Adorno, ein verständlicher Adorno, ein Adorno, der auf die Studenten eingeht, immer wieder auch die Situation Österreichs mit einbezieht. Und insofern können Sie an dieser Rede etwas nachvollziehen, was damals die Gemüter bewegte. Und Sie können in Differenz und Analogie auch ermessen, was uns heute beschäftigt und was wir heute Abend diskutieren wollen, mit einem Podium, wie es wahrscheinlich so nur in Frankfurt möglich ist. Eine Politikwissenschaftlerin, Nicole Deitelhoff, ein Jurist, ein Mediziner oder ein Medizinstudent und ein Philosoph. Ina Hartwig, eine Philologin, eine Kritikerin, eine Autorin, die vor 3 Jahren hier das Kulturdezernat der Stadt Frankfurt am Main übernommen hat. Und Axel Honneth, den man immer einen Sozialphilosophen nennt. Ich habe mir dann bei der Vorbereitung überlegt, was ist eigentlich der Gegensatz zum Sozialphilosophen, wenn man sich das vorstellt, ein Individualphilosoph, aber der langjährige Direktor des Instituts für Sozialforschung, der heute in New York lehrt und zum Glück gerade noch rechtzeitig zu uns gekommen ist von dem Gebirge. Meine Damen und Herren, wir beginnen das Gespräch mit Nicole Deitelhoff, die eine Expertin ist für Politikwissenschaft, für internationale Politik. Sie hat in Jerusalem, auf Hawaii gelehrt, an der Ostküste von Amerika. Sie kennt die internationale Vernetzung, vor allem durch das bahnbrechende Buch über Überzeugung in der Politik aus dem Jahr 2006. Frau Deitelhoff, wenn Sie Adorno lesen, würden Sie auch sagen, es ist eine Flaschenpost aus der Vergangenheit in unsere Gegenwart und seine Zukunft? Nein. Also ich höre viel davon, ich nehme das ja auch wahr in der Presse, verfolge das und ich bin ehrlich gesagt leicht irritiert über diese Überhöhung, die dieser Text erfährt. Also natürlich ist es so, dass wir vieles daran entdecken, das nach wie vor aktuell ist, wir sehen ähnliche Muster, aber dass dieser Text so euphorisch aufgenommen wird, hängt natürlich vor allen Dingen mit Timing zusammen. Er kommt eben oder wird wieder abgedruckt, oder wird abgedruckt in einer Zeit, in der einfach die Sicherheitsbehörden, Wissenschaft und Publizisten vor einem neuen Rechtsterrorismus waren, in der wir versuchen, auf einen Begriff zu bringen, was eigentlich am rechten Rand der Gesellschaft passiert. Warum dieses Wiedererstarken jetzt? Und da scheint Adorno sozusagen die Flaschenpost aus der Vergangenheit zu sein. Was mich so irritiert an dieser Euphorie über diesen Text ist eigentlich, dass es suggeriert, als wären unsere Begriffe und die Theorien, die wir entwickeln, von der gleichen Stoffhaltigkeit wie ein Coffee-to-go-Becher, der sozusagen beim nächsten Windstoß im Rinnstein oder im günstigsten Fall eben im Papiereimer landet. Aber eigentlich muss es uns doch beruhigen, dass es diese überzeitliche Aktualität von Begriffen und Theorien gibt. Also es sollte uns nicht irritieren, sollte uns nicht zur Euphorie anstecken, dass auch 50 Jahre später ein Text tatsächlich noch von Bedeutung ist und dass wir Ähnliches entdecken mit Blick auf den Begriff und die theoretischen Annahmen darüber, sondern es sollte uns eigentlich beruhigen darüber, dass offensichtlich Wissenschaft auch tatsächlich etwas kann. Aber... Gut, da könnte man eigentlich gleich anschließend fragen, was kann sie dann nicht? Aber Herr Friedmann, wenn ich zu Ihnen kommen darf, Sie sind eben auch ein Moderator, das habe ich jetzt auch vergessen zu erwähnen.
ein begnadeter Moderator und wichtiger Moderator, der viele Impulse für die Diskussion gesetzt hat. Wenn Sie diesen Text sehen, würden Sie, sagen wir mal, die große Euphorie teilen? Also ich verstehe, dass ein Verleger, ich war ja 10 Jahre auch im Aufbauverlag Verleger, dieses Buch sogar, Sie sagten, es gibt ein Leben nach dem Tod, erhöhte, da ging mir eine neue metaphysische Frage durch den Kopf, Leben nach dem Tod, Kunst und was übrig bleibt. Aber ich glaube, dass wir das, auch wenn wir es nicht überhöhen, als einen weiteren Impuls empfinden, dass sehr viele Menschen ein Interesse haben. Meine zweite Bemerkung ist, es gibt einen Fehler, den wir auch wiederholen, Aspekte des neuen Rechtsradikalismus. Es gibt keinen neuen, sondern es gibt ein Kontinuum. Und das ist ganz wichtig, auch für die Gegenwart, sich dem bewusst zu sein. Es gab nie einen Tag in Deutschland, wo es keine Nazis oder Neonazis gab. Das Dritte, was ich sagen wollte, ist, ich habe mittlerweile auch einen Begriff, wenn wir in die konkrete Gegenwart gehen, mit dem Begriff des Rechtsradikalismus. Ich glaube, dass wir in Wirklichkeit über Demokratie verhandeln. Schön dicht ans Mikrofon. Ich glaube, dass jemand, der andere Gruppen diskriminiert, gegen Artikel 1 verstößt, die Würde des Menschen ist unantastbar oder... Wie George Tabori es sagte, jeder ist jemand. Es gibt wieder Leute in unserem Land, die sagen, einige sind niemand. Das kann nicht ein demokratischer Ansatz sein. Warum ich das auch ein Stück so grundsätzlich erweitere, ist, damit wir alle begreifen, dass wir alle gemeint sind. Spricht man von Rechtsradikalismus, neigt man dazu, unter Umständen auch zu sagen, am rechten Rand. Auch das ist eine Legende, die seit Jahrzehnten nicht nur in Deutschland gerne gesprochen wird. Er ist mitten unter uns. Und ich denke, dass die letzten 3-4 Jahre uns gezeigt haben, dass es so mitten unter uns ist, dass die Schamhaftigkeit, falls es sie je gab, aufgegeben wurde und wir mit dem Phänomen sehr offen konfrontiert werden. Und ich komme nochmal zur Demokratiefrage zurück. Ich glaube nicht, dass man sich nur gegen diese politischen Hetzer engagiert, sondern unser Problem ist, sich für Demokratie zu engagieren. Und dazu will ich dann doch eine sehr aktuelle letzte Bemerkung machen. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat heute eine Forschung publiziert, in der folgende Zahlen festgestellt wurden. Auf die Frage, haben Sie Vertrauen in die Demokratie, haben 49% im Westen Ja gesagt. 36 im Osten. Wir schaffen also gerade insgesamt eine Größe von halb-halb. Nun sind diese Zahlen nicht allein interpretierbar, aber ich glaube, dass das, was wir diskutieren, auch dass im Rahmen unserer Wahlen eine Partei zwar demokratisch gewählt wird, aber deswegen keine demokratische Partei ist, etwas ist, was auch wir Demokraten lernen müssen. Ja. Vielen Dank, Herr Friedmann. Adorno sagt ja, dieser Rechtsradikalismus sei so etwas wie ein Wundmal unserer Demokratie. Man kann darüber sprechen, was dieses Wundmal auszeichnet, was die Wunde geschlagen hat. In seiner Auslegung ist es der Nationalsozialismus und die Konsequenzen, aber es ist ein Aspekt, der ganz wichtig ist, dass es nämlich nicht ein neuer Rechtsradikalismus ist, oder ein neuer Rechtspopulismus, sondern dass es ein perennierendes Problem der Nachkriegsgesellschaft ist. Er weist darauf hin, dass es diese Deutsche Reichspartei schon in den 50er Jahren gegeben hat und er erwähnt auch Fritz Bauer und den Prozess, den der in den frühen 50er Jahren dazu führen hatte. Frau Hartwig, kommen wir noch einmal zum Wundmal der Demokratie. Sie haben sicher aus einem kulturpolitischen Impuls heraus für diese Veranstaltung, zu dieser Veranstaltung entschieden. Was glauben Sie, welche kulturpolitischen oder politische Dimension hat dieser Text, hat diese Intervention von Theodor Wiesengrund Adorno? Zunächst mal war es unser Anliegen, Adorno zu seinem 50. Todestag zu ehren. Dann kam dieser Text, die Publikation dieses Textes kam sozusagen hinzu, als ein erschreckender Glücksfall, würde ich mal sagen.
und ich habe ihn gelesen und sofort eingereiht in die anderen interventionistischen Texte von Adorno aus den 60er Jahren, die ja schon bekannt sind, die zum Teil im Hessischen Rundfunk hier in Frankfurt als Stundenvorträge gesendet worden sind. Erziehung zur Mündigkeit heißt der Band bei Suhrkamp, in dem diese wirklich immer noch sehr lesenswerten Interventionen von Adorno zu lesen sind. Da Sie mich nach der kulturpolitischen Dimension fragen, möchte ich vielleicht mal einen Aspekt zunächst herausgreifen, und das ist die Sprache Adornos in diesem Text. Auffälligerweise spricht Adorno ja hier sehr klar, Sie haben es auch schon gesagt, sehr verständlich zu einem Publikum, das nicht unbedingt durch das Studium philosophischer Texte geschult ist, sondern er spricht zu einem Publikum, das er mit seinen Gedanken politisch erreichen möchte. Vielleicht gar nicht unbedingt in erster Linie philosophisch, sondern es ist wirklich eine politische Intervention. Das finde ich sehr bemerkenswert vor dem Hintergrund des Sprechens von Intellektuellen heute, aber auch damals. Adorno ist ja nicht gerade bekannt für eine sehr einfache, klare Sprache. Wenn wir an die Dialektik der Aufklärung denken, über die wir vielleicht heute Abend auch noch ein paar Worte verlieren können, oder an die negative Dialektik, dann sind dort ganz andere Sprachdimensionen angesprochen als in diesen Texten. Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein Punkt, der für uns heute relevant ist, weil, um eine Formulierung von Adorno vom Ende dieses Vortrags aufzugreifen, wo er davon spricht, dass wir kein zuschauerhaftes Verhältnis zur Wirklichkeit haben dürfen. Wir dürfen es nicht haben. Es kommt auf uns an. Also dem Rechtsradikalismus, dem damals neuen Rechtsradikalismus, darf man nicht nur zuschauen, man darf ihn nicht nur analysieren, sondern man muss sich ihm stellen. Das ist das, was Adorno als politischer Intellektueller sagt in diesem Text. Und das ist natürlich kulturpolitisch die entscheidende Aussage. Ja, vielen Dank. Herr Honneth, Sie haben, ich glaube, 20 Jahre das Institut für Sozialforschung geleitet. Wenn man diesen Text liest, wenn man auch das nochmal einbezieht, was Frau Hartwig eben gesagt hat, welche Relevanz für Adorno die öffentlichen Interventionen, Volkshochschulen, Radios, Zeitungsbeiträge hatten. Wie würden Sie das in der Geschichte des Instituts verorten? Jetzt nehmen Sie mir erstmal die Chance, etwas zum Text selber zu sagen. Sie sollen das alles sagen. Ich werde, ja. Schön dicht. Ja, ich werde auch was zum Text selber sagen. Ich meine, auffällig an dem Text ist tatsächlich, dass er eine Seite Adornos zeigt, die in der Rezeption eher immer eine geringe Rolle gespielt hat, nämlich den intervenierenden Adorno. Man stellt sich Adorno doch eher immer... Ganz dicht ist wirklich ein Problem. Man stellt sich Adorno eher immer vor als den Intellektuellen im Elfenbeinturm, der an seinen Büchern arbeitet, die sehr hermetisch sind, schwer zu interpretieren sind, wenig zeitdiagnostische Bezüge haben, überhaupt keine tagespolitische Bezüge. Und hier tritt einem ein Adorno gegenüber, der tatsächlich interveniert. Man kennt diesen Adorno, aber er steht nicht im Vordergrund. Dieser Adorno ist ein äußerst liebenswerter Intellektueller, finde ich. Der Text ist sehr gut zu lesen. Man sieht ihm die Mühe an, die Adorno hat, die richtigen Begriffe zu finden. Das ist das Reizvolle an dem Text, finde ich, dass hier der sprechende Adorno, nicht der schreibende Adorno, in den Vordergrund tritt. Man sieht auch, dass Adorno, was ja, wenn man die negative Dialektik liest oder die ästhetische Theorie, einem überhaupt nicht klar ist, einfach Tageszeitung liest. Ja? Der redet plötzlich über das Agrarproblem und die Bauernschaft. Das sind ja Probleme, die in den anderen Texten überhaupt noch nicht mal im Entferntesten auftauchen. Also das alles zeigt einen hinreißenden Adorno, der gerade nicht sich beruhigt hat mit dem Schreiben schwieriger Texte und der Entwicklung seiner eigenen kritischen Theorie. Zur Frage der Aktualität des Textes habe ich größere Bedenken als meine Vorredner, glaube ich. Also fraglos ist es ein tolles Fundstück, dass man hier eine Rede von Adorno findet, 67 gehalten für österreichischen Studierenden. Er ist, finde ich, und er muss zeitgebunden sein. Ich meine, was wäre eine Zeitdiagnose
die zeitlos ist. Ja? Insofern haftet dem Text doch vieles der 60er Jahre an. Man kann sich sogar fragen, ob ihm eigentlich genügend Elemente der 60er Jahre anhaften. Ich finde beinahe, dass die 60er Jahre eigentümlich blass bleiben. Ja? Die Studentenbewegung spielt keine Rolle. Die sich abzeichnende Kulturrevolution, auch ein Moment der Entstehung der NPD, spielt keine Rolle. Die sexuelle Revolution, die sich abzeichnet, die Liberalisierungsschübe im Strafrecht spielen keine Rolle. Das alles irgendwie taucht in dem Text gar nicht auf. Es ist aus meiner Sicht eine eigentümliche Mischung von allgemeinen, geradezu so zivilisationstheoretischen Bestimmungen, ja, der Zerfall der Zivilisation, die Verselbstständigung der Mittel, interessante Analysen in den rechtsradikalen Parteien, wie er meint, spielt das Mittel der Propaganda deswegen die viel stärkere Rolle gegenüber den Inhalten, weil eben sich die Mittel verselbstständigen und die Zwecke aus dem Blick geraten. Das ist ein Motiv der Dialektik der Aufklärung schon, taucht hier wieder auf. Aber wenn ich mich nun frage, was hilft uns dieser Text bei der Analyse des gegenwärtigen Rechtsradikalismus, den es fraglos, und zwar diesmal nicht nur in Deutschland, sondern man muss sagen, europaweit und man kann beinahe sagen weltweit, das stimmt nicht ganz, aber man ist ja verblüfft und entsetzt darüber, wie diese Welle des Rechtsradikalismus und des Rechtspopulismus sich Bahn bricht in Südamerika, in den USA und in Europa insgesamt. Wenn man sich fragt, was die Wurzeln und die Gründe für diesen Rechtsradikalismus sind, dann fallen, finde ich, stärker die Diskontinuitäten ins Auge als die Kontinuitäten. Ja? Und lassen mich nur zwei benennen, einfach nur ganz schematisch, über die man vielleicht diskutieren kann. Für Adorno ist an diesem Rechtsradikalismus seiner Zeit, wir reden über die 60er Jahre in Deutschland, dass ein entscheidendes Moment und konstitutives Moment der Hass und die Abwehr des noch bestehenden Kommunismus. Das ist entfallen, würde ich sagen. Wenn der Rechtsradikalismus heute einen Gegner hat, dann ist es der multikulturelle Liberalismus der Eliten. Ja, es ist nicht mehr der Kommunismus, glaube ich, sondern es ist ein aus der Sicht dieser Rechtsradikalen vager, unbestimmter, um die Rechte von kulturellen Minderheiten bemühter, im Establishment längst gut situierter Liberalismus. Ein Riesenunterschied, finde ich. Der andere große Unterschied ist natürlich signalisiert durch das Jahr 1989. Wir haben es heute zu tun mit enormen Globalisierungseffekten. Wir haben es zu tun, auch das sind jetzt keine großen Weisheiten, die ich hier verkünde, wir haben es hier heute zu tun mit Modernisierungs- und Globalisierungsverlierern und wir haben es zu tun mit Globalisierungsgewinnern, mit den sogenannten kosmopolitischen Eliten. All das schon verändert doch das zeithistorische Tableau enorm. Es gibt natürlich irgendwie diese Kontinuitäten sehr allgemeiner Art, die will ich gar nicht leugnen und das hängt mit dem zusammen, was Herr Friedmann gesagt hat, mit dieser schönen Idee, dass der Rechtsradikalismus das Wundmal der Demokratie ist. Das ist sicherlich eine richtige Beobachtung, wie man sie auch immer jetzt versteht. Aber sie ist sehr allgemein, sehr blass und hilft uns bei der Bewältigung des Rechtsradikalismus unserer Gegenwart nicht sehr weiter. Lassen Sie mich noch ein Wort sagen. Ich finde, die stärksten Elemente in dem Text findet man dort, wo man sie nicht vermutet. Ich finde sie dort, wo er etwas sagt zur Bekämpfung des Rechtsradikalismus. Das finde ich sehr überzeugend. Er sagt, lasst uns nicht kommen mit großen humanistischen Werten, sondern lasst uns den Gegnern, den Rechtsradikalen, die Konsequenzen ihrer eigenen Politik vor Augen führen und auf diese Weise möglicherweise überzeugen. Das scheint mir sehr interessant zu sein und hilfreich. Zweitens, ich finde sehr interessant, was er zu Propagandatechniken sagt. Das hat eine Aktualität bis heute. Ja? Das sind Mittel wie das Operieren mit vollkommen fiktiven Zahlen, das sind plumpe Lügen, das hat auch dieses Element des komplett Fiktiven. Ja? All das scheint mir richtig zu sein. Und noch ein dritter Punkt, richtig scheint mir auch,
wie stark er verweist auf die internen Brüche im Rechtsradikalismus. Man muss die Demokratie irgendwie doch hinnehmen und akzeptieren und gleichzeitig ihre, sage ich mal, liberalen und rechtlichen Voraussetzungen in Frage stellen. Man muss die EU akzeptieren, ja, damals war es noch die EWG, aber man will sie gleichzeitig unterminieren. Man darf gewissermaßen nicht offen reden. Und das scheint mir eine sehr interessante und gute Beobachtung zu sein, die auch bedeutet, auch der Rechtsradikalismus kann sich noch nicht befreien, vollständig von den Voraussetzungen liberaldemokratischer Imperative, sondern muss sie irgendwie wohl oder übel akzeptieren. Das gilt, glaube ich, auch für die AfD in weiten Zügen, nicht für deren rechtsradikalen und neofaschistischen Ränder. Vielen Dank, Herr Horneck. Ich würde fast sagen, dass die drei Punkte, die Sie zum Schluss genannt haben, ja doch schon eine ganze Menge sind gegenüber dem, was Sie vorher gesagt haben. Ich hätte etwas Bedenken, weil Sie gesagt haben, er habe die Studentenrevolte nicht berücksichtigt. Das war April 67. Den Ursprungsmoment würden wir vielleicht doch auf den Juni 67 legen. Zur Sexualstrafreform hat er immer wieder Stellung bezogen. Die ist erst 1969 unter dem Justizminister Gustav Heinemann erfolgt. Aber da gibt es einschneidende Beiträge von Adorno. Also da würde ich sagen, das war vielleicht nicht das Thema, dem er sich gestellt hat. Es ist übrigens auch ganz bezeichnend, soweit ich das verfolgt habe, gibt es keine Reaktion derer, oder ich habe jedenfalls keine gehört, ich habe mich dafür interessiert, von den Genossen und Genossinnen, die damals diesen Vortrag gehört haben. Das hätte mich nochmal interessiert, wie die die Lektüre dessen, was sie damals gehört haben, aufgenommen haben. Aber Frau Deitelhoff, ich habe gemerkt, Sie wollen etwas dazu sagen. Bitte. Ja, ich würde doch dann gerne eine Differenz markieren, weil ich finde, dass genau diese beiden Elemente, sowohl die Gegnerschaft im Kommunismus als auch dann die Frage Globalisierung, die würde ich als Kontinuitäten tatsächlich sehen. Also der multikulturelle Liberalismus ist ja geradezu das Chiffre bei den Rechten für eine entfesselte Linke geworden. Das ist ja die versiffte Linke, um die es im Grunde genommen geht. Da würde ich also sagen, da hat sich nur sozusagen, da wurde etwas ausgetauscht, aber es hat sich nicht grundsätzlich verändert. Und das andere ist, wenn wir nicht über Globalisierung sprechen, sondern über beschleunigte Denationalisierung, dann kann man auch sagen, dass er in seinem Vortrag in den 60er Jahren im Grunde genommen das aufnimmt, was sich dann Mitte der 80er Jahre enorm beschleunigt, mit ganz ähnlichen Folgen, Entwurzelung, Orientierungslosigkeit, Entfremdung und letzten Endes eben ganz häufig auch der Hinwendung zur Herabsetzung anderer, um überhaupt wieder Halt und Wert in der eigenen Identität zu finden. Also würde ich sagen, das sind schon Ähnlichkeiten. Die Differenzen würde ich an zwei Stellen sehen und ich würde auch sagen, dass gerade in den Differenzen das Instruktive dieses Vortrags liegt. In den Differenzen dessen, was er beschrieben hat für die Zeit der 60er Jahre zur Zeit, in der wir uns heute befinden. Die eine Differenz, die er gar nicht, würde ich mal sagen, hätte vorhersehen können, ist die Digitalisierung. Und was das mit dem Rechtsradikalismus gemacht hat. Also Mike Fielitz und Holger Marx haben jüngst über digitalen Faschismus geschrieben. Und ich glaube, darüber sollten wir heute noch mal sprechen. Das ist tatsächlich eine Entfesselung für Rechtsradikalismus gewesen, die wir noch kaum momentan überblicken. Das Zweite ist die Funktion von Wahrheit. Mir ging es genauso. Ich fand ihn dort am stärksten, wo man es nicht vermutet hätte, nämlich in seinen Ideen, wie man den Rechtsradikalismus bekämpfen sollte. Dass man nicht diese Hasch-Hasch-Politik, Hasch-Hasch-Little-Baby, verfolgen könnte, von wegen, wir ignorieren das, wir schweigen das Tod und der Sturm wird vorübergehen. Wir können uns nicht in unserem Biedermeier, in unserem Wohnzimmer quasi zurückziehen und warten, bis das alles ausgestanden ist und irgendwann werden auch die im Osten gesehen haben, dass alles nicht so toll ist und dann haben wir wieder unsere normalen Wahlergebnisse, sondern dass wir da rausgehen müssen und uns dieser Auseinandersetzung stellen. Aber, und hier ist die Differenz, er schreibt, und er sagt ja selber, er ist nicht naiv, aber hier kommt, finde ich, eine gewisse Naivität durch. Er schreibt, als würde er sich in einer Zeit befinden, in der Wahrheitsansprüche tatsächlich noch Autorität haben. Also wenn er eben sagt, wenn wir denen nachweisen, dass sie Lügen erzählen, dann bekommen die Probleme. Das sind die Proteste gegen die viel zu hohen Reparationszahlungen an Israel. Darüber schreibt er. Und als dann dagegen Proteste zustande kommen, dann haben die Probleme gekriegt und so kriegen wir die in den Griff. Und ich glaube, das ist eine entscheidende Differenz. Das gilt heute nicht mehr. Denken Sie mal an Donald Trump. Denken Sie mal an Boris Johnson. Der ist mittlerweile Premierminister in Großbritannien. Obwohl wir alle wissen, und er selbst ist auch einmütig eingestanden hat, dass er lügt.
lügt. Ja. Ja, also die Lüge taugt nicht mehr als Kriterium für die Güte von Argumenten oder über die Redlichkeit eines Sprechers, sondern sie ist, insbesondere würde ich sagen im rechten Lager, zum Identitätsmarker geworden. Je mehr sich eine Aussage von dem, was offiziell gilt, entfernt, desto glaubwürdiger ist er. Weil Glaubwürdigkeit etwas anderes bedeutet. Es bedeutet nämlich, sich vom Establishment nicht einfangen zu lassen. Es bedeutet, zu den anderen zu gehören, zum Volk zu gehören. Und das ist ganz wesentlich. Das heißt, wir dürfen nicht denken, dass wir mit Wahrheit, mit Fakten Rechtsradikalen beikommen können. Das wird nicht gelingen. Aber das heißt nicht, dass wir deswegen aufhören können, mit ihnen zu reden oder zumindest im Vorfeld mit Rechtspopulisten zu reden. Das heißt, dass wir das immer wieder machen können. Es ist wie eine Ermüdungsschlacht. Aber es geht nicht darum, die zu bekehren. Und das sieht er ja auch selber. Bei denen wird es keine großen Reflexionsschübe geben. Aber es geht eben um die Unbeteiligten, die Umstehenden, die berühmten Dritten. Ja. Also Entschuldigung, ganz, ganz kurz nur, Adorno hat natürlich die Digitalisierung nicht kennen können, aber er sagt ja ausdrücklich, dass diese Propagandainstrumente gerade für die Rechten besonders wichtig sind. Die Technik sei noch wichtiger als die Inhalte, sagt er. Das erinnert fatal an unsere Zeitgenossenschaft. Aber Frau Hartwig wollte was sagen und dann Herr Friedmann, bitte. Ich finde das ganz evident, dass dieser Text nicht eins zu eins auf die Gegenwart übertragbar ist. Ich bin schon sehr glücklich, dass einige Aspekte uns die Augen öffnen für etwas, was ganz offensichtlich einfach weitergelebt hat, obwohl wir uns sicherlich der Illusion hingegeben haben, dass eine Vergangenheitsbewältigung im Zuge der 68er-Bewegung, wir befinden uns ja hier noch vor 68, aber im Zuge der 68er-Bewegung hat die Sohnesgeneration und Töchtergeneration angefangen, die Elterngeneration und Großelterngeneration zu konfrontieren mit dem, was sie zu Recht für Lebenslügen gehalten haben. Und das hat ja doch zu enormen gesellschaftspolitischen Veränderungen geführt. Und wenn wir heute vor dem Phänomen des neuen Rechtsradikalismus stehen und bei Adorno etwas wiedererkennen, was sich ganz offensichtlich nicht geändert hat, dann erschrickt uns das zunächst mal. Und das ist auch die Qualität dieses Textes, dass wir darüber erschrecken, dass trotz der Differenz doch erhebliche Aspekte des neuen Rechtsradikalismus erhalten geblieben sind. Das ist das eine, was mir wichtig zu betonen ist. Das andere ist die Methodenfrage. Selbstverständlich ist dieser Text aus seiner Zeit heraus historiografisch verankert und die Angst vor dem Kommunismus ist sicherlich verschoben in Bezug auf eine andere Angst. Aber die Angst ist natürlich nach wie vor ein Element, mit dem der Rechtsradikalismus arbeitet und überhaupt Gefühle, und dann komme ich jetzt auf etwas, was mir bei Adorno wirklich sehr gut gefällt, und ich denke, wir sollten uns dessen auch wieder bewusst werden. Adorno hat mit der Psychoanalyse, mit der Triebtheorie, mit der Soziologie, mit der empirischen Soziologie gearbeitet damals. Das haben wir ein wenig vergessen. Wir sind ja heute sehr stark auf Hirnforschung, Psychologie eingestellt und haben, würde ich schon sagen, die triebhaften Dimensionen des Nachdenkens über Politik zum Teil vergessen. Und daran erinnert uns Adornos Text sehr wohl, indem er beispielsweise von Sadismus spricht oder von Gekränktheit, von Aggression, von Hass, von diesen Dimensionen spricht, die sich richten auf wen. Und das sind Dinge, wenn wir die uns vergegenwärtigen, die helfen uns, glaube ich, in der Gegenwartsanalyse sehr wohl weiter. Und ich habe schon mal bei anderer Gelegenheit gesagt, ich würde mir sehr wünschen, wenn die Zunft der Psychoanalytiker sich hier einmischen würde in den gesellschaftspolitischen Diskurs und ihre Expertise hier auch beitragen würde. Auch die technologische Arbeitslosigkeit, von der Adorno spricht, also diese Angst, arbeitslos zu werden, also sozusagen projektiv Angst zu haben vor dem Verlust der Identität, vor dem Verlust des Status. Das hat Adorno damals schon erkannt. Da standen die 30 goldenen Jahre der Bundesrepublik oder überhaupt Europas ja noch bevor. Heute ist ein ganz anderes Wohlstandsniveau vorhanden, aber wir haben ähnliche Angststrukturen der Abstiegsangst, der Ängste, den Status zu verlieren, Gekränktheitsphänomene, narzisstische Kränkungen. Das muss uns doch zu denken geben. Vielleicht. Herr Friedmann, gleich dazu. Ich glaube, wenn man den Text heute liest, gibt es einen grundsätzlichen Unterschied zu der Zeit, in der er geschrieben wurde.
möchte uns noch mal darauf hinweisen, dass mittlerweile in einigen Ländern diese Haltung Regierungspolitik ist und in der Bundesrepublik Deutschland die größte Oppositionspartei eine Partei des Hasses ist. Das war 1969 im politischen, im realpolitischen nicht gegeben. Und das ist keine quantitative, sondern eine qualitative Veränderung zu dem, was in dieser Zeit geschrieben ist. Und diese Veränderung hat, ob wir wollen oder nicht, mit uns zu tun. Sie passiert in unserer Gegenwart und die Gegenwart ist bei einigen schon 20, 30 Jahre her, aber sie passiert in unserer Gegenwart. Und die Frage, die man sich stellen muss, ist, was haben wir getan oder nicht getan, dass es eine solche Veränderung geben kann? Und auch das muss man dann als, wie ich finde, ganz andere Situation sehen. In dem Buch steht, es ist bereits genannt worden, man dürfe ja nicht reden. Ich lebe in diesem Jahr seit, in diesem Land seit den 60er Jahren. Ich habe nie erlebt, dass man nicht darüber reden konnte, dass man Juden hasst oder dass man andere hasst, dass man eine Sehnsucht hat nach der Vergangenheit. Die, die darüber reden wollten, haben geredet. Und übrigens in allen Bildungs- und Einkommensstufen. Aber wer heute noch sagt, man dürfe in Deutschland nicht darüber reden, der muss entweder zum Hals-Nasen-Ohrenarzt oder gehört ideologisch zu denen, die glücklich sind, dass man endlich laut darüber reden kann. Das ist auch anders als in den 60er Jahren. Und die dritte Bemerkung, die ich machen will, ist, weil du das gesagt hast, Illusion der Vergangenheitsbewältigung. In dieser Aussage steckt bereits sehr viel drin. Wie kommt es denn zu der Illusion? Und gibt es die Vergangenheitsbewältigung? Und wer bewältigt eigentlich was? Und wenn man es getan hat, welche Handlungsmaxime entstehen daraus? Haltungsmaxime. Und da würde ich sagen, auch das muss man in aller Klarheit sagen, ich glaube, dass diese Illusion ein Mythos einer damals jungen Generation war, die etwas tat, aber dann in der Breite und Tiefe erlahmte, weil sie etwas tat. Eine letzte Bemerkung, wenn wir darüber reden. Ich verwende den Begriff Rechtsradikalismus, ich halte ihn für zu harmlos, so wie ich den Rechtspopulismus als Begriff für zu harmlos halte. Das sind geistige Brandstifter, das sind Hate Speaker, das sind Menschen, die billigend in Kauf nehmen, dass Leute aufgehetzt werden, wohin das immer auch führt. Aber dieser Rechtsradikalismus ist keine deutsche Erfindung. Auch der Antisemitismus ist keine deutsche Erfindung. Aber Auschwitz war eine deutsche Erfindung. Und das bedeutet, wenn wir darüber reden, reden wir in diesem Land immer noch anders darüber als in anderen Ländern. Und auch das ist ja eine Kränkung, um es psychologisch zu sagen, die auch die AfD wie die NPD aufgreift. Vogelschiss der Geschichte. Das Umschreiben des kulturellen Gedächtnisses. Jetzt ist es nicht mehr das Kommunikative, sondern die Menschen werden immer älter, die meisten sind tot. Und jetzt ist die Gelegenheit da, jetzt ist sie da, was auch schon beim Historikerstreit begonnen wurde, was in der Paulskirche stattfand mit Martin Walser. Jetzt ist die Zeit, wo eine politische Partei sich dran geht, auch diese, in Anführungsstrichen, Wunde derjenigen, die das nicht ertragen, mit solchen Begriffen wie man muss um 180 Grad Gedenken verändern, das Mahnmal der Schande, Vogelschiss der Geschichte, in die politische Debatte bringen. Ich glaube, auch das ist etwas, was Gegenwart ist und Ende der 60er Jahre noch nicht sprechfähig gewesen wäre von Establishment. Und die AfD gehört zum Establishment. Ihre Repräsentanten sitzen in vielen Gremien, Stiftungen, Räten. Und man muss sich das doch vorstellen, wir alle sagen, aber Demokratie muss das ertragen. Diejenigen, die Opfer dieser AfD sind, die müssen etwas ganz anderes ertragen. Und die Frage ist auch jetzt wieder, wo sind Grenzen? Und das strengt uns, glaube ich, besonders an. Wo wären und sind Grenzen zu setzen? Jetzt nicht im juristischen Sinne, sondern in der Haltung, in politischen Debatten, bei sich zu Hause, im Verein, wo wir ja auch täglich konfrontiert werden. Das ist kein theoretisches Thema. Das ist ein Thema, das uns jede und jeden von uns mittlerweile ab und zu erwischt
Und die Frage ist, wie reagieren wir? Das ist das Private und daraus muss etwas Politisches werden. Also, ein ganz wichtiger Gesichtspunkt im Unterschied zu den 60er Jahren, dass sich die AfD aus der Gesellschaft heraus rekrutiert. Wir haben heute die Diskussion über die Bundeswehrangehörigen, die Mitglieder der AfD sind, der Polizei und aus anderen Berufen. Ich darf darauf aber auch hinweisen, dass wir dieses Buch nicht einfach nur veröffentlicht haben, sondern dass es von einem ganz luziden Nachwort von Volker Weiß begleitet ist, der heute auch bei uns ist. Volker Weiß ist der federführende Historiker der neuen Rechten und der alten Rechten Bewegung. Er kennt sich vor allem sehr gut mit den Traditionen der neuen Rechten aus und zeigt diese trüben historischen Quellen in seinem Buch, aber auch in diesem Nachwort. Insofern haben Sie mit diesem Buch und in diesem Buch auch immer eine Handreichung. Aber es ist so, wir haben ja nicht gesagt zur Aktualität von Adornos Vortrag 1967, sondern das Thema unserer Diskussion lautet zur Aktualität Adornos. Und lieber Herr Honneth, da würde ich vielleicht doch die Frage an Sie richten, können Sie uns vielleicht doch den ein oder anderen Hinweis geben, wo wir noch einmal fündig werden können, wo vielleicht doch ein Potenzial dessen steckt, was noch nicht abgegolten ist, was noch nicht hinlänglich erkannt ist? Eigentlich hatte ich wieder vor, was anderes zu sagen. Und ich will das andere auch ganz kurz erwähnen und dann vielleicht etwas zu dem sagen, was Sie jetzt gefragt haben. Tatsächlich finde ich, was Herr Friedmann gesagt hat, sehr wichtig. Bei der Analyse des gegenwärtigen, ich sage mal weiter Rechtsradikalismus, und wir sind uns vielleicht einig, dass der Begriff nicht der Schwere des Sachverhalts genügend Rechnung trägt, sollte man sehr auf die, ich sage jetzt mal, nationalen Differenzen achten. Wir sollten im universellen System des Rechtsradikalismus nicht die spezifischen nationalen Züge wie verleugnen. Für den deutschen Rechtsradikalismus spielt der Revisionismus, also der Geschichtsrevisionismus, eine tragende Rolle, glaube ich. Der ist in den anderen Ländern vollkommen bedeutungslos, würde ich mal sagen. Dafür gibt es in den anderen Ländern, ich denke an die USA, ich denke an Italien, Elemente, die wiederum für den deutschen Rechtsradikalismus der Gegenwart bedeutungslos sind, interessanterweise finde ich, zum Beispiel der Kampf um die Rückgewinnung männlicher Herrschaft, ein zentrales Element des amerikanischen Trumpismus, ja? Ein zentrales Element des italienischen Rechtspopulismus. Das sind männliche Führerfiguren, denen auch die Männlichkeit zentral ist. Und den Wählern und Wählerinnen ist die Männlichkeit daran ein ganz zentrales Element. Das spielt interessanterweise, soweit ich das beurteilen kann, da mögen das andere anders sehen, im deutschen Rechtsradikalismus keine tragende Rolle. Der Rassismus spielt in beiden Rechtsradikalismen eine große Rolle, in der jeweils spezifischen Form, die die Länder mit sich bringen. Ja? In den USA ist es der Rassismus gegen die Schwarzen, gegen die Hispanics. In Italien ist es der Rassismus gegen die Afrikaner, gegen die Nordafrikaner und Afrikaner. In Deutschland gibt es das Phänomen des wiedererstarkenden Antisemitismus, alarmierend und verblüffend wiederum, wenn man die Geschichte sich betrachtet, aber auch wiederum nicht vollkommen aus dem Nichts geboren. Ja? Es gab und gibt eine Spur des Antisemitismus in Deutschland nach 45 wie vor 45. Das finde ich, sollte man irgendwie ganz zentral immer berücksichtigen, dass wir diese nationalen Differenzen oder kulturellen Differenzen im Rechtsradikalismus vor Augen haben, sonst können wir ihn nicht wirklich bekämpfen. Ja, damit hängt zusammen die Frage, die Herr Friedmann auch gestellt hat, was haben wir falsch gemacht? Das finde ich eine richtige Frage. Ja, ich finde sie beinahe unmöglich zu beantworten, muss ich auch sagen. Wenn heute
eine so geringe Zahl von Mitbürgerinnen und Mitbürgern irgendwie tatsächlich Vertrauen in die Demokratie hat, ich will mal dahingestellt sein lassen, ob es eine sinnvolle Frage ist. Ja? So allgemein gestellt würde ich auch sagen, ich habe in die gegenwärtige Demokratie wenig Vertrauen. Aber dann kann man sich doch fragen, ob wir, also jetzt sage ich im weitesten Sinn die linksliberale Mehrheit, die es doch mal gab in diesem Land, ob wir nicht zu wenig unternommen haben gegen die Ökonomisierung der Demokratie. Das ist eine selbstverständliche Frage. Ja? Und der Rechtsradikalismus der Gegenwart, zumindest in Deutschland, ist ja interessanterweise an seinen Rändern antikapitalistisch, antineoliberal. Auch das muss man sich vor Augen führen. Ja? Da ist etwas passiert mit uns und mit denen, was nicht hätte passieren dürfen. Wir haben die Effekte der finanzwirtschaftlichen Globalisierung nicht ernst genug genommen oder anders gesagt, wir haben sie nie wirklich bekämpft. Die SPD hat sie nicht bekämpft hinreichend, die Grünen haben sie nicht bekämpft, mögen andere anderes sehen, egal. Also auf jeden Fall sind wir mit der Tatsache, klar, Gerhard Schröder als ein Vorreiter. Das scheint mir einfach wichtig zu sein, ja, sich diese Frage zu stellen. Ich glaube, wir hätten nicht verzichten sollen auf die vielen Strafrechtsreformen, auf die vielen Liberalisierungsmaßnahmen, die in den letzten 20, 30 Jahren doch durchgeführt worden sind. Wir haben ja auch etwas zustande gebracht. Es gibt im Gegensatz zu der Zeit, in der Adorno spricht, es gibt längst keinen Paragraph 175 mehr, es gibt viele Rechte für kulturelle Minderheiten, es gibt Kinderrechte, all das sind ja auch Fortschritte, auf die man jetzt nicht einfach verzichten sollte, nur um denen, die darin in diesen liberalen Entwicklungen und Fortschritten eine Gefahr oder Gefährdung für ihre eigene nationale Identität sehen, irgendwie die irgendwie lahmzulegen. Ja? Wir sollten auch mit einem gewissen Stolz auf diese Errungenschaften zurückblicken und sie vielleicht offensiver vertreten, als wir das im Augenblick tun. Herr Friedmann, direkt darauf. Ich will ganz kurz diesen Gedanken aufnehmen. In einem anderen Kreis würde man sagen, der Rechtsradikalismus hat sich nochmal aktiviert aufgrund der Entscheidungen über die Flüchtlinge. Es gibt viele Gründe und Begründungen, warum Menschen sich abwenden. Trotzdem behaupte ich, dass etwas dazukommen muss, um im Rechtsradikalismus und im Rassismus eine Lösung zu finden. Und ich würde das nicht beliebig halten. Ich glaube nicht, dass es eine Kausalität geben kann und muss, dass ein Mensch, der sich auch sozial nicht mehr repräsentiert fühlt oder in welchen Ebenen auch immer seine Rente zu gering hält oder glaubt, es kommen zu viele Menschen, die hier nicht hergehören. Das sind ja alles politische Interpretationen, über die jederzeit auch etwas härter gerungen werden kann. Aber sie sind nicht kausal und zwingend dazu führend und deswegen auch nicht zwingend die alleinige oder stärkste Erklärung, warum Menschen dann doch, was wir rechtsradikal nennen, in die Anhängerschaft und in der Übernahme von Rechtsradikalität angehen. Denn was ist das? Es ist das Absprechen der Würde für alle. Es ist das Bezweifeln von der Gleichheit. Auch äußerst liberale, in Jahrhunderte erarbeitete Errungenschaften. Es ist das Bezweifeln, dass jeder das gleiche Recht oder die gleiche Stimme hat, dass es etwas Beherrschendes gibt und es hat immer gruppenbezogene Hassintensität. Und ich kenne viele Leute, die auch der Meinung sind, der Kapitalismus ist der Untergang, dieser neoliberale Zeitraum ist das Ungerechteste, was Menschen angetan werden kann. Nicht alle, und das ist das Besondere und auch das Positive, sind deswegen rechtsradikal. Und ich glaube, an dieser Frage müsste man noch ein bisschen nachdenken. Was sind weitere Intelligenzien?
die dazu führen, dass aus den Dingen, die Sie, Herr Hornet, zu Recht beschreiben, doch die meisten nicht in den Hass übergehen, nicht in die Abgrenzung, nicht in autoritären Ideen, sondern es dann doch viele gibt, die es nicht tun. Und ich würde gerne dazu einen Impuls hinzufügen. Es ist ja auch die alte Mär, dass im Nationalsozialismus es die Abgehängten waren. Es ist das Bürgertum. Und wenn ich mir die Führung der AfD vor Augen halte, dann sind das nicht Opfer des Neoliberalismus von Gerhard Schröder, sondern es sind Gewinner. Und es sind auch bei Boris Johnson außerordentlich akademisch gebildete Menschen. Ich will damit nur sagen, wir müssen, glaube ich, wenn wir über das Thema noch einen tieferen Hintergrund suchen, uns auf die Suche machen, was gehört noch dazu, außer diesen politischen Rahmenbedingungen, die unstreitig ein Verstärker darstellen. Übrigens ein ganz wichtiges Moment, was Adorno auch kennt, wo genau. Er sagt, die Ideologie ist eigentlich das Angedrehte, nicht die Probleme sind mehr real oder sie betreffen einen real. Das erlaubt gerade das Entfesseln der Ideologie. Aber bitte, Frau Hartwig. Um nochmal auf die Frage zurückzukommen, was haben wir falsch gemacht? Zum Beispiel haben wir falsch gemacht, dass der Paragraph 175 nicht eher abgeschafft worden ist. Es musste erst die DDR zusammenbrechen, die diesen Paragraphen nämlich viel früher abgeschafft hat als die Bundesrepublik Deutschland. Und 1989 gab es den noch. Er war zwar modifiziert worden, reformiert worden, aber es gab ihn noch. Und erst danach ist er abgeschafft worden. Was wir noch falsch gemacht haben oder was da Herr Schröder erwähnt worden ist, möchte ich gerne Herrn Kohl erwähnen. Bundeskanzler Kohl ist nicht nach Rostock-Lichtenhagen gefahren, als dort Wohnunterkünfte von vietnamesischen Migranten der DDR pogromartig angegriffen worden sind, als Bilder um die Welt gingen mit jungen Männern, die sich in die Hose gemacht hatten und den Hitlergruß gemacht haben. Diese Bilder gingen um die Welt, der hässliche Deutsche war da, unmittelbar nach dem Mauerfall, und Helmut Kohl ist nicht dorthin gefahren und hat nicht dafür gesorgt, dass im richtigen Moment dieses Verhalten geächtet und tabuisiert worden ist. Wir haben nicht erkannt, dass die Morde des NSU das waren, was sie waren. Nicht rechtzeitig erkannt. Das sind Fehler, die wir gemacht haben. Was Adorno angeht, ist mir David völlig zu Recht, wie Sie sagen, ja hier auch tatsächlich über die Aktualität Adornos sprechen und Adornos Werk so unglaublich weitfassend war. Fiel mir nochmal heute Nachmittag auf, dass man bei Adorno die Kraft der Vernunft in diesem Essay, über den wir heute sprechen, spüren kann. Die Kraft der Vernunft, aber in der Dialektik der Aufklärung geht es um die List der Vernunft. Und diese Differenz zwischen der Kraft der Vernunft und der List der Vernunft zeigt etwas vom Wesen Adornos für mich. Und deshalb liebe ich auch Adorno und deshalb ist er, glaube ich, auch etwas ein Denker, der uns weiterhin beschäftigt hält, weil er nämlich selbst gar nicht so ganz genau, die Frau Deitelhoff hat vorhin von der Wahrheit gesprochen, vielleicht nicht immer für sich beansprucht hat, die Wahrheit auszusprechen, sondern, und das spürt man in diesem Essay über die Aspekte des neuen Rechtsradikalismus auch ganz deutlich, selbst sich erlaubt hat, auf der Suche zu sein, nicht immer ganz sicher zu sein, skeptisch zu sein. Das gefällt mir an Adorno und auch das möchte ich als eine Qualität Adornos herausstreichen in einer Diskussionsveranstaltung zur Aktualität Adornos. Also ein Plädoyer nicht nur für die Kraft, sondern für die List der Vernunft. Nein, ich muss wirklich ganz kurz und direkt intervenieren. Wie konnte man nicht sehen, NSU? Alle Minderheiten, die davon betroffen sind und waren, haben Jahre, Jahrzehnte immer wieder darauf hingewiesen, dass der Rechtsradikalismus und der Rechtsterrorismus und die rechte Gewalt eine Realität der Bundesrepublik Deutschland ist. Und wenn wir dann über Parteien reden, als NSU begann, war es ein SPD-Innenminister, der gesagt hat, wir haben kein Problem mit Rechtsterrorismus. Wie kann man also überhaupt sagen, dass man es nicht gesehen hat? Wie kann man in einer Stadt spazieren gehen seit den 80er Jahren, übrigens in Frankfurt hat das begonnen. Die erste Autobombe in Frankfurt war gegen den Neubau der jüdischen Gemeinde.
Da war ich im Vorstand. Seitdem werden immer mehr Polizeibeamte vor diesen Institutionen gestellt. Wie kann man das nicht sehen? Wie kann man nicht sehen und hören, dass wir in einer Gesellschaft sind, wo ein Teil sich, auch das sage ich, entsolidarisiert, aber auch entsolidarisiert für erkennbare Minderheiten mit dem, was daraus folgt. Also ich widerspreche es, dass man es nicht sehen konnte. Die Frage ist, wie hat man es eingeordnet? Und da stelle ich in unserer Gesellschaft fest, dass in den Jahrzehnten unterschiedliche Einordnungen stattfanden. Und darüber könnte man auch dann reden. Aber zu sagen, wir seien jetzt auch von der AfD und von der Justiz, die jetzt plötzlich schon davon spricht, dass in Chemnitz eine Terrororganisation gebaut wurde oder in Freital. Ich halte das für schwierig und eine Exkulpation, die ich jedenfalls so nicht unwidersprochen stehen lassen will, weil das ist auch eines der sich in Wahrheit bringen zu diesem Thema. Wobei man sagen muss, Herr Friedmann, dass die Terrorakte, auch nachzulesen bei Volker Weiß, die Terrorakte der Rechten seltsam wenig aufgeklärt wurden. Ja, das ist ja ein Teil davon. Die Justiz hat nicht in der Staatsanwaltschaft mit Ermittlungsverfahren begonnen, ja, die es so justiziabel gemacht hätten. Und in der Tat, wir reden ja von einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung. Also wenn wir Adorno ernst nehmen, dann geht es ja um die vielen Elemente, die in einer solchen Gesellschaft eine Rolle spielen. Und in der Tat, ohne das zu verallgemeinern, muss man feststellen, dass die Justiz in der Bundesrepublik Deutschland eher weniger und eher harmloser rechtsradikale Gewalt behandelt hat, als notwendig gewesen wäre. Ich bin selbst Jurist und bin der Letzte, der sagt, dass über die Justiz man die gesellschaftspolitischen Fragen verhandeln kann. Aber wenn die Justiz nicht Signale setzt, und das gilt für sowohl geistige Brandstiftung wie reale, dann ist das ein Signal auch der Gesellschaft gegenüber denjenigen, die es tun wollen, dass es jedenfalls nicht deutlich abgeschreckt wird. So. Frau Deitelhoff, über Wahrheit und Lüge. Ich darf. Man kann natürlich sagen, und es ist sicherlich auch nicht falsch, dass die Sicherheitsbehörden sehr lange nicht sensibel genug auf dem rechten Auge waren. Das würde ich unterschreiben, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, das sagt uns erstmal noch relativ wenig darüber, wo unsere Fehler gelegen haben. Ja, das ist auch etwas, was passiert ist. Aber was ist denn schiefgelaufen, wenn man so will? Was ist schiefgelaufen, dass wir überhaupt hier sind? Und da würde ich schon nochmal auf die Frage der politischen Steuerung, auch von Denationalisierung, Globalisierungsprozessen eingehen. Denn was, glaube ich, passiert ist und auch lange unwidersprochen passiert ist, ist, dass sich Politik immer mehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, also aus der öffentlichen Verhandlung. Politik wurde immer mehr unter Effektivitäts- und Effizienzgesichtspunkte gestellt, um überhaupt sowas wie Globalisierung gestalten zu können. Und das hieß, sie wurde immer mehr in die Hände von Experten beispielsweise gegeben. Und ich glaube, das ist eine wirklich der großen sozusagen Unfälle oder Fehlentwicklungen, die wir zu verzeichnen haben. Dass Politik nicht mehr selbst Gegenstand von öffentlicher Verhandlung war, sondern eben wie Verwaltung erschien. Sie war eine Verwaltung im Angesicht von Fakten, aber nichts mehr, worüber man sich auseinandersetzen konnte, wo man über Alternativen streiten konnte. Es war ja alles alternativlos. Und da müssen wir ran. Und ich will aber ganz deutlich sagen, das hat Konsequenzen. Schauen Sie sich an, was Politisierung gemacht hat in der Europäischen Union. Hat die Rechtspopulisten nach oben gebracht. Die Rechtspopulisten haben an Stärke gewonnen mit der Zunahme an Politisierung. Das muss man sich erstmal klar machen. Aber das heißt nicht, dass wir Politisierung zurückdrehen können, sondern ganz im Gegenteil, wir müssen sie noch stärker machen, wir müssen noch mehr politisieren, weil das das Einzige ist, was ein demokratisches Projekt retten kann. Tatsächlich ist es wieder zum Gegenstand von Auseinandersetzungen zu machen. Und das
ist auch, was ich sozusagen sagen würde, die Wundmale einer Demokratie sind. Deswegen sind die faschistischen Bewegungen Narben einer Demokratie, die sich noch nicht selbst auf den Begriff gebracht hat. Weil sie sich nicht zutraut, über sich selbst zu streiten. Sie traut sich nicht zu, ihre eigenen Bedingungen zur öffentlichen Disposition zu stellen. Das muss sie aber. Sie muss diesen Mut gewinnen. Denn nur in diesem Mut und in der immer wieder offenen Bekenntnis zur Demokratie kann sie eigentlich gedeihen. Deswegen wäre das für mich sozusagen etwas, was man übrigens in dieser Vorlesung zum Teil schon erkennen kann, wenn Adorno nämlich schreibt über diese Verachtung im deutschen Bürgertum gegenüber dem Kompromiss, der an sich schon negativ zu behandeln ist. Das ist etwas, was sich fortschreibt in der bundesdeutschen Demokratie. Da gibt es auch genau diese Verachtung gegenüber Kompromissen und die Überhöhung, die normative Überhöhung von Konsens, der irgendwie zu erlangen ist. Da müssen wir raus. Der Streit ist es, die Auseinandersetzung, nicht das Ergebnis, das Demokratie erzeugt. So, nun hat Frau Deitelhoff doch schon einen Ausweg aus der vorher gezeigten Misere doch gezeigt, also oder gewiesen. Herr Friedmann, bitte. Ich bin weder geknickt noch pessimistisch und ob man diesen Ausweg oder andere nimmt, das ist ja das Paradoxon auch an unserer Gegenwart. Und Herr Honneth hat es schon angesagt. Also es sind so unglaubliche zivilisatorische Leistungen erfolgt, einerseits. Und andererseits gibt es darauf einen Widerspruch, der die Grundlage dieser zivilisatorischen Errungenschaft in Zweifel stellt, nämlich der Mensch an sich. Ich habe, wenn ich in diesem Zusammenhang nachdenke, immer ein Problem, und das hast du gerade angedeutet, warum eigentlich Menschen, die dieser Demokratie mit diesen zivilisatorischen Errungenschaften nahestehen, so schüchtern sind. Warum sie nicht selbstbewusster, und da gibt es die ganze Variation an Meinungen und Möglichkeiten über dieses Grundsätzliche, in der Tat im Alltag wie im Politischen in Verhandlung treten. Und diese Frage bleibt insofern unbeantwortet, wenn ich Deutschland nehme, weil ich ehrlich gesagt das auch nicht mehr hören kann, wenn Leute mir sagen, ja, was soll man denn tun? Einfach was tun. Ich kann diese Hilflosigkeit, die ja Monat für Monat sich hilfloser darstellt, wo wiederum, ob AfD, das ist ja nicht das einzige Problem, sowas sich fortsetzt, das kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Ich könnte es nur interpretieren, wenn die Beziehung zu dem, was erreicht wurde, zu dem, was wir eine freie Gesellschaft meinen, dass die Beziehung von denen, die dazu stehen, eine ambivalente ist. Darüber kann man ja auch noch mal nachdenken. Ob diejenigen, die nicht AfD wählen, tatsächlich bewusste Demokraten sind, was auch immer das bedeutet, die jedenfalls das Zivilisatorische eher stärken wollen als nicht. Das ist so ein etwas Minimales. Und da bin ich mir auch nicht so sicher. Ich glaube, dass die Krise der Parteien nichts anderes ist als ein Ausdruck auch der Krise des politischen Disputs. Und da bin ich absolut bei dir. Wenn wir uns als freie Gesellschaft sehen, dann müssen wir streiten. Wenn wir aber in den letzten Jahren einen Disput geführt haben, wo der Konsens eigentlich die Sehnsucht eines jeden Gesprächs beim Rotwein war statt der Dissens, wird es erst recht schwer, wenn Sie einen AfDler in die Augen schauen müssen. Und auch da kann ich nur sagen, was sehr banal ist, Demokratie ist streiten. Und zwar hart streiten. Aber auf dieser Grundlage von Respekt des anderen. Aber wir streiten nicht wirklich hart. Ich vermisse das ehrlich gesagt auch ein wenig, wie Sie sich vorstellen können. Aber das ist eine der Grundvoraussetzungen. Es gibt bei Adorno dann diesen einen Satz und den finde ich, der gilt eigentlich vor seinem Buch, nach seinem Buch, wo er schreibt, wie diese Dinge weitergehen und die Verantwortung dafür, wie sie weitergehen, das ist in letzter Instanz an uns. Und damit fühle ich mich gemeint, wenn er an uns spricht. Das ist der fast schon der Schluss, das ist, glaube ich, oder es ist der Schlusssatz, den er seinen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgibt. Ich glaube, es gibt natürlich bei diesem Text von Adorno einen Grundzug der Skepsis, den ich ganz wunderbar finde, wenn er immer wieder einhält. Und man muss sagen,
Skepsis, Herr Friedmann, ist vielleicht doch etwas schüchtern und etwas, sie macht leise oder sie lässt einhalten, aber ich will damit jetzt auch nicht zu sehr für Skepsis plädieren, weil ich schon weiß, was Sie meinen. Nein, also mit meiner Biografie in diesem Land lebend, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe die allergrößte Skepsis. Ich bin hier aufgewachsen in der Zeit, wo die Originale noch unterwegs waren. Wir sprachen über die NPD und das ist sein Text. Aber die Frage trotz Skepsis bleibt und auch mit der größten, was tut man dann? Und die Skepsis ist immer ein Teil übrigens des Nachdenkens. Der Zweifel ist immanent für das, was wir Vernunft und Verstand nennen. Aber ich würde es gerne dann doch so widersprochen hinstellen, die Skepsis an sich kann einen auch lähmen. Bestimmt. Und da bestimmt. Möchte ich sehr klar sagen, nein, wer jetzt immer noch nicht merkt, dass wir in einer eigenen Bedrohung stecken, jeder und jede hier, glauben Sie, das ist ein Problem eines Juden? Die AfD ist kein jüdisches Problem. Ehrlich gesagt geht mir das am Rücken vorbei. Es ist aber mein Problem, weil ich Bürger dieses Landes bin. Und weil ich Bürger dieses Landes bin, regt es mich auf, wenn man auch jemanden Nichtjüdischen anmacht. Aber ist das wirklich der Konsens, wenn wir darüber diskutieren? Ist denn nicht das, was du erzählt hast über Hoyerswerda, und es war von keiner Partei irgendjemand da, ist das nicht auch jetzt das Problem der Debatte, nämlich die Empathie und Identifikation? Das möchte ich dann doch auch einführen. Die Empathie und Identifikation, dass es nicht das Problem der jeweiligen scheinbaren Opfergruppen an sich ist, sondern dass es unser Problem ist, was man spätestens in Ländern sieht wie Ungarn und Polen, weil letztendlich ist dieser Rechtsradikalismus eine autoritäre, demokratiezerstörende Bewegung. Freiheit der Presse, Freiheit der Meinung, die Justiz, all das wird abgebaut. Der rassistische Anteil, der ist schmerzhaft sehr, aber das Fundamentale ist, Demokratie wird abgebaut. Und jeder von uns muss sich entscheiden, ob er weniger Meinungsfreiheit will, weniger Pressefreiheit oder nicht. Übrigens etwas, was Adorno in seinem Vortrag ja auch anführt, wo er sagt, ein Mittel, die Leute zu stellen, ist zu sagen, es geht auch gegen euch, es wird sich auch gegen euch richten durch den Abbau von Rechten, also die man hat, über die man verfügt, Abbau von Wohlstand und anderes mehr. Ich habe jetzt doch noch zwei Fragen zur Aktualität von Adorno. Herr Honneth, ich gebe die Frage doch noch mal an Sie. Was würden Sie noch eine Quintessenz nennen, wo wir etwas entdecken können an ihm, was noch nicht oder Ihnen nicht hinlänglich gewürdigt und rezipiert erscheint? Ja, ich glaube ja, aber es ist ein heikler und schwieriger Punkt, glaube ich. Ich meine, der ganze Text Adornos ist von einer, Sie haben vollkommen recht, das ist ein skeptischer Text, der ist auf der Suche, und ich finde es enorm sympathisch, wie Adorno hier versucht, ein für ihn noch nicht ganz durchsichtiges Phänomen begrifflich zu umkreisen. Es gibt einen Punkt, da besitzt er überhaupt keine Skepsis, und es ist der stärkste in seinem ganzen Text, nämlich die Sicherheit darüber, dass alles, was den Rechtsradikalismus kennzeichnet, letztlich Phänomene der Unvernunft sind, der Irrationalität. Die Techniken sind irrational, die Überzeugungen sind irrational, die psychischen Antriebe sind die gestörter Persönlichkeiten, ja, autoritätsgebundener Persönlichkeiten, keiner mündiger Bürger und Bürgerin. Da ist ein Pathos drin. Und die Frage ist, ob dieser Pathos uns gut tut oder nicht. Da bin ich irgendwie selber skeptisch und unentschieden. Ja? Weil Frau Deitelhoff hat mit Recht gesagt, das, was die Demokratie kennzeichnet, ist der Streit. Streiten tut man sich unter vernünftigen Bürgern und Bürgerinnen. Den anderen a priori die Vernunft abzusprechen, ist ein Hindernis im offenen Streit. Adorno andererseits ist tief davon überzeugt,
dass die anderen, und das sind nun mal diese Rechtsradikalen, nicht vernünftig sind. Sie sind auch letztlich, da ist noch eine kleine Ambivalenz im Text, sie werden gekennzeichnet als die, die vernünftigen Argumenten möglicherweise zugänglich sind, nämlich dann, wenn man an ihre wahren Interessen appelliert. Das ist ein Ausweg, den er kennzeichnet, aber ich würde sagen, der Pathos des Textes ist der, zu sagen, wir sollten uns nichts vormachen. Die Vernunft ist sich selber gewiss ihrer Ziele und Mittel. Und das, was dort passiert, ist Unvernunft. Wenn wir mit dieser Prämisse heute arbeiten, machen wir es uns sehr schwer im Streit. Ich halte das für ein wirklich offenes Problem. Ein wirklich offenes Problem, ja. Es ist ja nicht so, dass ich Herrn Höcke nicht für durch und durch irrational halte. Mit der Prämisse aber in einen Streit zu gehen, ist auch ein großes Problem, nämlich es macht den Streit unmöglich. Der Streit besteht nur dann, wenn wir den anderen als mündigen und einsichtsfähigen Menschen ansprechen. Ich sehe darin sozusagen eine Erbschaft Adornos, eine Frage Adornos, die ich bis heute für noch nicht vollständig gelöst halte und die sicherlich auch unser ganzes Zögern im Umgang mit dem deutschen Rechtsradikalismus oder dem deutschen Neofaschismus so schwierig macht. Ja? Wo stehen wir da nun? Ja? Ist es die Unvernunft, die sich da breit macht, oder sind es vernünftige Bürger, die ihre Interessen missverstehen, die irgendwie sozusagen Ängste und Kränkungen mit sich tragen, die wir nur anständig verstehen müssen, um den rationalen Kern noch bei ihnen selber zu entdecken. Das halte ich für das eigentliche Zentralproblem des Textes und ein wirklich interessantes und schwieriges, das man nicht mal eben hier so abklären kann, glaube ich. Ja. Ja. Frau Deitelhoff, bitte. Ja, ich stimme dem zu. Das ist in der Tat ein Problem des Textes, wobei ich finde, dass er sogar sehr klar ist, weil er nämlich sagt, die lassen nichts an sich herankommen. Mit diesen Persönlichkeiten funktioniert es nicht. Er hat dann im Text einen Ausweg, indem er eben sagt, es gibt diese Beistehenden. Ne? Die hat er nämlich auch sehr genau im Blick. Diejenigen, die sozusagen in Versuchung geraten können, die könnte man erreichen. Das ist auch so ein bisschen, was ich mit Blick auf den harten Kern von Rechtspopulismus und insbesondere von Rechtsradikalen, wo ich auch sagen würde, da ist auch kein Streit mehr möglich. Mit Rechtspopulisten kann man noch streiten. Selbst da erreicht man nicht unbedingt einen harten Kern. Aber die Beistehenden, die kann man erreichen. Es ist aber auch, glaube ich, ich finde tatsächlich diese Haltung von Adorno problematisch, ihnen alle Vernunft abzusprechen. Denn er zeigt ja gleichzeitig auf, wie sich ja hier eben, ich glaube, Frau Hartwig, Sie hatten das auch gesagt, wie sich hier Wahres mit Unwahrem ja auch bei Ihnen verbindet. Deswegen sei es ja auch gar nicht so leicht im Umgang damit. Und das müssen wir auch unterstellen, sowohl für die Motivwerdung im Rechtsradikalismus, für die Techniken, als eben auch für die Zwecke. Und ich glaube, das kann man nicht ernst nehmen, wenn man ihnen eben von vornherein jede Vernunft abspricht. Aber ich wollte noch eine Sache, darf ich noch was sagen? Bitte. Weil wir überhaupt nicht mehr über digitalen Faschismus gesprochen haben. Und ich glaube, das ist eine entscheidende Differenz. Und eigentlich sollten wir noch mal darüber sprechen. Sie haben ja auch gesehen, Entschuldigung, über digitalen Faschismus würde ich noch mal ganz gerne sprechen. Sie haben ja auch gesehen, in der Vorlesung schreibt Adorno davon, dass es eben ja auch wesentlich sei, dass sich die NPD diesen bürgerlichen, normalen Anstrich gegeben hätte. Aber damit sei jetzt endlich wieder eine dringend benötigte, zentralistische, hierarchisch organisierte Struktur da, die eben sozusagen dem Rechtsradikalismus zur Verbreitung helfen könnte. Wenn wir uns heute anschauen, trotz aller nationalen Unterschiede würde ich absolut unterschreiben, die wir bei den Bewegungen in unterschiedlichen Nationen sehen, dann muss man doch feststellen, da hat sich was getan. Wir sehen sozusagen rechte Bewegung vor allen Dingen im Internet. Wir sehen keine starken hierarchischen Strukturen mehr, sondern was wir sehen sind Chats, Foren und informelle soziale Gruppierungen, die sich relativ schnell auch mal wieder auflösen, neu formieren und autonom, und ich sage diesen Begriff jetzt ganz bewusst, autonom Schlagkraft entwickeln. Das ist ja die große Gefahr. Und wenn man sich anguckt, woran das liegt, dann muss man schon sagen, dass das Internet, die Digitalisierung der Medien, einen wesentlichen Anteil daran hat. Sie bietet Opportunitätsstrukturen, die diesen Bewegungen unglaublich zu Pass kommen. Dezentralität, Anonymität, Algorithmen,
die sozusagen dafür sorgen, dass sich bestimmte, wenn sie einmal in eine bestimmte Richtung gehen, dass sich das immer weiter verstärkt, dass sie immer mehr in diese Richtung auch Nachrichten erhalten und auch die Radikalisierung oder die Radikalität dieser Nachrichten, die Dramatik dieser Nachrichten immer weiter ansteigt. Das kann man sagen, führt erstmal generell dazu, dass wir ohnehin mit dem Internet, mit sozialen Medien ein Medium vor uns haben, in dem sie besonders gut Radikalisierung machen können. Ja? Schon die Algorithmik, diese automatischen Algorithmen machen das. Warum das jetzt nochmal besonders interessant für den Rechtsradikalismus ist, ist eben, weil sie sozusagen die Techniken nutzen können, die sich mit Anonymität und Dezentralisierung ergeben. Sie können zigfach Bots und Fake-Accounts machen, um ihre klassischen Techniken wie die Manipulation der Zahlen beispielsweise zur Perfektion zu bringen. Und das ist sozusagen etwas, was die Ausbreitungsmöglichkeiten des rechtsradikaler, aber nicht nur rechtsradikaler Bewegung enorm gestärkt hat. Und ich glaube, dass man sich darüber auch nochmal unterhalten muss. Das ist alles richtig. Ich weise darauf hin, dass wir alle auch das Netz benutzen können und nicht anonym. Also auch da ist die Besetzung, die Reaktion eine Frage, die wir uns stellen müssen. Die Analyse stimmt, aber die Hilflosigkeit nicht. Das will ich nochmal sagen. Auch im Netz ist es möglich, dass sich Gruppen organisieren, dass sie darauf reagieren, dass sie den Monolog nicht zulassen, sondern daraus einen streitigen Dialog machen. Aber ich würde gerne, weil ich das, wahrscheinlich ist es auch beim Netz so, die Frage nochmal aufgreifen würde. Wie geht man mit denen um? Und da ist mir ein Satz von Adorno dann doch aufgefallen. Ich wiederhole, dass mir bewusst ist, Zitat, dass der Rechtsradikalismus kein psychologisches und ideologisches Problem ist, sondern ein höchst reales und politisches. Aber das sachlich Falsche. Warum ich das nochmal zitiere, ist, wir müssen natürlich auch aufpassen, wenn wir sagen, da ist keine Vernunft. Diejenigen, die organisieren, die an der Spitze sind, die ideologisch das untermauern, die das politisch repräsentieren, das sind Menschen, denen ich nie die Vernunft absprechen würde. Es würde mir das viel zu leicht machen, wenn ich, Sie sagten gerade Herrn Höcke oder Herrn Gauland, die Vernunft abspreche. Das Perfide ist, dass Sie, auch Johnson, dass Sie bewusst diese Lügen, diese Propaganda, das Verstärken von Vorurteilen und Aggression in den öffentlichen Raum hineingeben und die emotionale Verstärkung als Grundlage ihrer Propagandastruktur verwerten. Und das ist mir dann doch wichtig, weil mit diesen Leuten, so widersprüchlich das klingt, denke ich, muss man streiten. Sie sind nicht unvernünftig. Sie sind ernst zu nehmen. Wie das allerdings geschieht, ist etwas, was kaum geübt ist. Und das gehört ja zur Propaganda. Ich habe das so nicht gemeint, ich habe das so nicht gesagt, ich bin missverstanden worden. Die Präzision der Reaktion ist auch etwas, was man lernen muss. Wobei auch Adorno da eine Anleitung gibt. Er sagt, achtet auf die Fakten und die richtigen Zahlen. Aber da muss ich schon noch mal aufgreifen. In diesem öffentlichen Raum ist das Thema Fakten und Zahlen gerade eine Provokation derjenigen, die aus dem anderen Bereich kommen, um uns, also denen, die Anhänger dieser Parteien sind, zu sagen, das sei, ich nehme jetzt sein Zitat, die Wahrheit. Es ist auch ein Gesprächsthema. Unabhängig der Zahlen und der Fakten ist die Herausforderung festzuhalten, du hast das gesagt, was du gesagt hast und du hast es gemeint. Und das, was du gemeint hast, ist mein Momentum des Widerspruches. Wobei gerade die Meinung ein wichtiges Stichwort ist. Adorno hat darüber ja, wie ich finde, einen federführenden Aufsatz geschrieben, Meinung, Wahn, Gesellschaft, wo er fast schon antizipiert, was digital los ist, also dieses Meinungsäußern, diese Manifestation dessen, was mein Standpunkt sei, der dann eigentlich richtig ist und der eigentlich schon ein wahnhaftes Element in sich birgt. Frau Hartwig. Die Emotionalisierung der Massen war ja auch schon vor dem Internet sehr erfolgreich angewandt worden. Und ich finde das durchaus schwierig, dem Internet allein dieses Potenzial zuzuschreiben. Das für mich Erschreckende ist, dass diese Emotionalisierung der Massen sich sozusagen 100 Jahre später nach einem gewaltigen medientechnischen Schritt fast genauso vollzieht wie vor 100 Jahren. Um nochmal auf Adorno
zurückzukommen. Es gibt einen Begriff, den er in diesem Vortrag nicht verwendet, der ihm aber sehr lieb und teuer war, nämlich der Begriff des Nicht-Identischen. Für ihn eigentlich das Ideal, dass die Identität, dass wir befreit sind von der Identität. Und wenn wir uns mal die Gegenwart anschauen, dann ist sie ja identitätstrunken. Und das Internet ist auch hier ein Medium, das diese Trunkenheit ermöglicht, unterstützt, vielleicht auch mit hervorbringt. Und ich finde, das Spannungsverhältnis zwischen dieser Anonymität, in deren Zeichen sich Hass und Entgrenzung manifestieren können, und auf der anderen Seite die Trunkenheit des Ich, dieses Spannungsverhältnis, ich für mich persönlich habe es noch nicht gelöst, aber ich finde, das ist eine der entscheidenden Fragen an die Gegenwart und auch an die Struktur unserer Öffentlichkeit. Und da denke ich, dass wir mit Rückgriff auf Adorno natürlich keine Lösung haben, aber zumindest große Anregungen, die eben immer noch aktuell sind. Ein ganz, ganz wichtiger Gesichtspunkt, das, was Adorno gesagt hat, nicht identisch zu sein, heiße anders zu sein, ohne gleich zu sein. Und auch das verdient ein Plädoyer in dieser Diskussion, meine Damen und Herren. Am Anfang war meine Sorge, dass die vier prominenten Rednerinnen und Redner vielleicht allzu sehr einer Meinung seien. Ich bin froh, dass das nicht der Fall ist. Sie sehen, wie lebendig Adorno in der Diskussion unserer Gegenwart ist, wie viele Fragen wir ihm noch stellen würden, auf die er uns keine unmittelbar, nur eine historisch zurückliegende Antwort gibt oder Antworten gibt, auf die wir achten sollten. Und der Schluss, Herr Friedmann ist schon darauf eingegangen, ist ein besonders anrührendes Moment, weil er da sich selber ins Wort fällt und sagt, Sie werden vielleicht sagen, wie geht das denn nun weiter mit dem Rechtspopulismus oder Rechtsextremismus, wie immer wir es benennen? Und er sagt, wenn Sie so die Frage stellen, machen Sie sich zum Zuschauer dessen, wo Sie eigentlich teilhaben sollen und wo Sie Widerstand leisten sollen. Und das ist vielleicht das schlechteste Fazit dieses Abends, dass ein temperamentvolles, wunderbares Podium, aber eben auch ein Publikum uns beschert hat, wie man das vielleicht so nur in Frankfurt, in der Heimatstadt von Adorno, findet. Sie sind so zahlreich gekommen, dass wir Sie gar nicht alle hier aufnehmen konnten. Ganz herzlichen Dank und bleiben Sie jetzt bitte noch hier zum Empfang und tauschen Sie sich aus und streiten Sie miteinander.